Zum Wort sehr passend habe ich in meiner Ergotherapie-Ausbildung gerade die Themen Ehrlichkeit, Authentizität, Empathie, Akzeptanz und Zuhören. Die Frage war, warum brauchen wir diese Themen und diese Dinge im Beruf und wie sind sie auch im Alltag hilfreich? Eigentlich kommen in einem Gespräch immer viele Voraussetzungen, wie gerade genannt, zusammen. Gibt es keinen, der auch mal auf sich selbst hört, kann er sich nicht wirklich mitteilen. Gibt es keine ehrliche und glaubhafte Mitteilung, wie es einem beispielsweise geht, kann auch nicht dementsprechend reagiert werden. Gibt es keinen, der einem wirklich zuhört, landet alles ins Leere. Ist der Zuhörer nicht mitfühlend und akzeptiert den anderen, fühlt sich der Redner auch nicht angenommen. Wir haben den Segen, dass unser Zuhörer Gott ist. Der, der uns so akzeptiert, wie wir sind, egal welche Haltungen, Fehler und Sünden wir einnehmen oder begehen. Nun liegt es an uns. Hören wir auf uns selbst und suchen nach dem, was uns wirklich gerade wichtig ist? Bilden wir nur leere Worthülsen im Gebet oder sind wir ehrlich mit uns selbst und glauben an das, worüber wir beten? Weil wir wissen dürfen, dass Gott uns zuhört, liegt an uns auch die Vorbereitung für das, worüber wir gebetet haben. Wie sieht es also aus? Bereitest du dich wirklich vor und glaubst du beispielsweise an die baldige Wiederkunft Christi, wenn du es in dein Gebet legst? Schon als ganz junger Mensch lernte ich beten. Und seither ist es fester Bestandteil in meinem Leben. All meinen Lobpreis und Dank, auch meine Sorgen, teile ich mit Gott. Manchmal jedoch gibt es Situationen, da kommt es einem so vor, als würde man sich mit einer Bitte an Gott wenden, doch er erhört es einfach nicht, du kennst das sicher auch. In solchen Situationen verzage nicht, denn Gott ist da. Gib nicht auf, verbinde dich erneut mit ihm. Auf die richtige Herzenseinstellung kommt es an. Diese können wir immer wieder von Jesus lernen. Gott möchte, dass du deinen Weg in seine Hände legst. Gott ist die Liebe. Er liebt uns und er möchte das Beste für uns. Darauf dürfen wir vertrauen. Er wird es wohl machen. Er wird es wahrscheinlich nicht so machen, wie wir es uns vorstellen, auch weil unsere Vorstellungskraft weit unter dem liegt, was Gott an Lösung herbeiführen kann. Gott sieht, kennt, weiß alles. Er ist Herrscher über Raum und Zeit. Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Deshalb legen wir unsere Sorgen, Wünsche, Gedanken im Gebet in seine Hände und es wird ruhig in unserer Seele. Ich hatte viele Jahre lang eine Freundin, für die ich viel getan hatte. Als sie irgendwann einen neuen Freund hatte, so einen richtigen Macher, brauchte sie immer seltener meine Hilfe. Das war okay, denn Freundschaften definieren sich ja nicht nur darüber, wie oft man einander hilft. Aber dann brauchte ich eines Tages ihre Hilfe. Doch irgendwie wollte sie diese Kleinigkeit nicht tun. Dann mischte sich auch noch ihr Freund ein und schrieb mir, dass ich meiner Freundin die gute Tat doch etwas schmackhafter machen sollte. Von da an hörte ich auf, um Hilfe zu bitten, da ich dachte, dass der Freund denken könnte, dass ich so eine Freundin sei, die immer nur nehmen würde. Allgemein fiel es mir wieder schwerer, andere zu bitten, weil ich eigentlich nie jemandem zu viel auflasten möchte. Erst meine beste Freundin konnte mir durch jahrelange Arbeit zeigen, wie schön es ist, wenn man sich ohne Angst gegenseitig hilft. Dennoch denke ich stets, dass ich meinen anderen Mitmenschen zu viel abverlange, wenn ich mir Hilfe hole. Daher ist es so entspannend, dass es noch jemanden gibt, der mich so gut kennt wie meine Eltern und meine beste Freundin und der ist auch noch allmächtig und allwissend. Gott. Er kann schließlich in mein Herz blicken und kennt jeden meiner Schritte. Er weiß, dass ich nie so viel geben werden kann, wie er mir schenkt. Aber das hat er auch nie erwartet, weil wir Menschen sind und er nun einmal Gott. Das Einzige, das er mir nicht abnehmen kann, ist, ihn anzurufen. Beten. Das muss ich schon selbst tun.